Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blur. Wir müssen hier nochmal mit Vorwärtsminen zwei Autos treffen und ein Auto mit Nitro-Rammen. Und diesmal hätte ich gerne stark driften. Ach du, das wird doch nichts. Oh, das sieht gar nicht mal so übel aus in so einem Grün, hä? Nehmen wir mal. Gut. Ja, stark driftend, ne? Ist hier die Strecke doch optimal. Einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Ich meine, wir haben es ja vorher auch geschafft mit dieser komischen Karre. Ja. Obwohl, ist sogar demoliert worden. Ne? Na komm, ich will zocken. Gib Gas hier. Schnarch. Sehr schön. Da oben ist ja derselbe Laster wie vorher. Der fährt immer dieselbe Strecke zur selben Zeit. Und wir starten mit einer richtig schnellen Karre. Und ich bin mal gespannt, ob wir wirklich so schnell damit sind. Da vor uns ist der Boss. Oder? Nein, ist er nicht. Aber das ist der Boss. Ja, natürlich. Ein bisschen schneller als wir. Surprise, surprise. So, was wollen wir nochmal machen? Vorwärtsminentreffer, ne? Ja, Distanzblitztreffer. Nein. Genau, ins EMP reingedrückt hat er uns. Leute, das ist nicht sehr freundlich, was ihr hier tut. Finde ich ziemlich unhöflich von euch. Treffer, Treffer, Treffer. Nitro Rammen trifft, die machen wir gleich mal. Bäm, voll drauf gefahren. Na, ich traue euch nicht, liebe Leute. Und der da vorne, ah, ich wollte gerade sagen, der ist ja eh fast demoliert. Jetzt wollte ich ihm gerade mal einen Augenschein nehmen. Ups. Da habe ich wirklich den Boss erwischt. Nice. Mal schön die Boss zeigen, wer hier der Boss ist. Gut, wir brauchen immer noch... Nein. Soll ich gerade sagen, wir brauchen immer noch Minen. Da haben wir doch eine. Du hast jetzt nicht gerade meine Mine geklaut, mein Freund. Sehr unschön von euch. Gib mir die Mine. Gib genau mir die Mine. Bim. Schön in der Luft. Und hier haben wir nochmal... ein bisschen Nitro. Cool, Reparatur. Ich würde eigentlich mal ganz gerne... Komm. Gib ich einen Gegner-Trollen machen. Wie wär's denn mit dem hinter uns? Schade. Ich habe halt gedacht, den kriegen wir damit. Das wäre ganz cool gewesen, oder? Hier ein bisschen ausbremsen und so. Gut, da fehlt jetzt noch ein Vorwärts-Minentreffer. Geh mal weg. Zur maximalen Perfektion. Hey, 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 hey. Nicht. Wir werden ganz schön übermütig, kann das sein? Dich krieg ich. Ups. Schieben sie uns ja seitlich, die Penner. So. Ja. Ich will eigentlich jetzt nur noch eine Mine haben. Wo? Da haben wir doch eine. Nett. Danke. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen näher kommen und... Catching. Der letzte fehlende Vorwärts-Minentreffer. Ja, und der Rest ist mir jetzt eigentlich Pumpe. Ich weiß, habe ich schon vorige Runde gesagt und habe dann den ersten gemacht. Ach, guck mal. Ja. Komm, noch ein bisschen näher, noch ein bisschen näher. Cool, damit haben wir sogar noch mal ein Nitro. Und einen Abräumer, wie nett. Und dann sind wir wieder auf dem ersten. Wie angenehm ist das denn? Ups, ich habe nur einen zweiten geschafft. Uiuiui. Wie könnte denn das passieren, liebe Leute? Das ist mir jetzt aber peinlich. Ich glaube, die Kennzeichen haben alle irgendeine Bedeutung, kann das sein? Also late kann ich lesen und das andere? Weiß ich nicht. Und please auf jeden Fall. Das andere war lol und einmal war emo dabei.
Müsste ich nächstes Mal ein bisschen besser drauf achten, was für Kennzeichen wir eigentlich haben. Cool, wir kriegen sogar ein neues Auto. Oder neue Autos. Und zwar einen wunderschönen Beetle und einen Golf. Guck mal, ein Nissan Skyline. Das war doch die Karre zum Aufpimpen in Need for Speed Underground. Gute Arbeit. Du darfst die Zwillinge fordern. Aber denk dran, dies ist kein normales Duell. Du fährst gegen zwei. Sie heizen dir mit Power-Ups und ihrem Wagen ein. Geh ihnen so gut wie möglich aus dem Weg. Ja, aus dem Weg gehen. Das werde ich bestimmt machen. Ayumi und Harumi, die will ich mir nochmal angucken. Da sind ja die beiden. Muss ich mal ein bisschen näher am Bildschirm. Naja. Habt ihr ungesunde Unterhaltung, ihr zwei. Aber gut, ne? Zwillingspower, also. Ach ja, zerstören wollen wir am Anfang, ne? Ich bin mit dem Superstoß vielleicht am besten dran. Ich hoffe es mal. Und wir fahren sogar gleich mit dem Nissan Skyline, den wir soeben bekommen hatten. Ich wechsle vielleicht mal noch die Farbe in was Schöneres. Naja. Ach, guck mal, ein Hellblau hatten wir nicht. Glaube ich. Hatten wir das schon mal? Ich glaube nicht. Gut. Besieg Ayumi und Harumi. Und ihr seht schon, die Strecke ist ein One-Way. Also kein Rundenbasiert oder sowas. Es gibt nur eine Runde, einmal von A nach B. Und, tja. Ich ahne Böses, sag ich mal so, ne? Ich ahne wirklich ganz, ganz böse. Ich glaube, das kriege ich nicht gebacken. Ganz ehrlich. Aber ich werde es versuchen. Denn um zu gewinnen, müssen wir beide zerstören. Und die beiden sind leider nicht von der langsamen Sorte. Und die ganze Strecke ist nicht von der langsamen Sorte. Die Vorwärtsmine ist ja nicht schlecht. Ich muss immer den vor mir attackieren, weil ansonsten ich nicht mehr einholen kann. Du hast nicht eine Reparatur dabei, oder? Komm, gib mir den Blitz, genau. Nein, da hat er mich genau getroffen in dem Augenblick. Ihr repariert euch jetzt nicht dauerhaft, oder? Leute. Was soll denn das? Haha. Alter Schwede. Ja, Versuch Nummer 2. Ob das was wird, ich überlege mir schon, was ich mache, wenn das nicht klappt. Wenn ich ihn nicht zerstören kann. Und ich weiß auch nicht, ob ich die im Rennen besiegen kann, denn die blockieren sich leider nur ganz am Anfang, wenn wir Glück haben, mal gegenseitig, weil sie gleich schnell sind und deswegen nebeneinander. Aber im Großen und Ganzen macht das nichts, dass diese zwei sind auf der Strecke. Nein, wieder auf die Fahrbahn. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich mit den beiden machen soll. Ich stelle mal ein paar Power-Ups ein, da hoffe ich, dass ich das irgendwann hinkriege. Ihr seht schon. Nein, nicht die Reparatur, mein Freund. Mein Fräulein, meine ich. Das war ja schon mal nicht so übel, wenn ich jetzt nochmal ein volles Produkt treffe. Ach, Mann. Dann könnte ich es eventuell klein kriegen. Tja, es gibt übrigens hier scheinbar keine Stöße, aber dafür viel Blitz. Das heißt, eventuell wechsle ich dann doch nochmal auf das Blitz-Power-Up um. Die Blitz-Mod. Haha, da kann ich seinen Abwehrmann neutralisiert. Oder sie. Entschuldigung, sind ja Frauen. Der Gegner. Das habe ich erwischt. Oh Mann! Komm schon, jetzt stirb endlich! Hier haben wir nochmal ein Schild, der hilft uns aber nicht weiter. Ich nehme mir mal die Abräumer. Habt ihr euch so gedacht? Ich bin zu langsam. Ich komme nicht ran. Jetzt komme ich doch ran, aber das hilft mir nichts.
Darauf habe ich gewartet. Dass sie uns versucht zu überholen. Schild, natürlich. Was sonst? Das wurde jetzt nochmal ein richtig knappes Ding, wenn ich hier mit dem Blitzen ordentlich treffen kann. Was ich scheinbar nicht tue. Nein, komm schon, Leute. Wenn ich keine Blitze einsammle, dann hilft das natürlich alles nichts. Aber sieht schon, unsere Chancen sind doch ein bisschen besser, als ich das am Anfang prophezeit hatte. Die kriegen wir nicht mehr. Die ist zu weit weg. Schon fahr. Nein, ich habe gedacht, ich treffe die vielleicht nochmal, dann hätten die überholen können. Oder wir wären ja schon näher rangekommen zu Rumble, ja. Und genau, das ist das Problem. Wenn einer von den beiden zu weit vorne ist, das war's. Kriegen wir nicht mehr. Dann kriegen wir die einfach nicht mehr. Die sind nun mal uns mit ihren Autos überlegen. Na, seid ihr wieder da? Mir ist die Platte vollgelaufen. Ich habe extra vor der Aufnahme nochmal das Zeug, also Unmengen von Daten auf eine andere Platte verschoben und habe jetzt dann wieder ein halbes Terabyte frei oder ein Dreiviertel. Und habe aber nicht gesehen, dass ich das versehentlich kopiert habe und nicht gelöscht. Also kopiert und nicht verschoben, so rum. Und es ist mit der Platte vollgelaufen. Tut mir leid. Ihr habt nicht viel verpasst, das waren jetzt nur ein paar Sekunden, denn ich merke ja durch den durch die Aufnahmesynchronisation merke ich sofort, wenn die Aufnahme scheitert. Dann ist auf einmal nicht mehr 30 FPS, sondern keine Ahnung. Warte, ich guck mal nach, wie viel FPS ich eigentlich so bekomme. Ja, um die 60. Wie bei Deus Ex Human Revolution auch. Und dann ist alles ein bisschen anders, ein bisschen flüssiger, ein bisschen komischer. Anders eben. Ne? Warte ganz kurz, ich muss nochmal. So. Auf meinen zweiten Monitor die Stoppuhr wieder nach vorne holen. Ich hätte lieber eine große physische, ja, also eine, die ich vor mir stellen kann, wo ich drauf fahren kann, eine Stoppuhr. Habe ich aber nicht, deswegen, nein, ich habe vergessen ihn. Mache ich gleich. Na gut, das probieren wir nochmal, komm, was soll's. Oder? Nee, komm, scheiß drauf. Ich meine Fäkalien. Eine Verwirrung hier, ist es nicht zum Aushalten. Ich gehe nochmal fix raus, ja, überspringen. Und wir nehmen die andere Mod. Wir haben im Moment die mit den verbesserten Stößen, aber auf der Strecke gibt es keinen einzigen Stoß, also ist ja sinnlos. Beenden, ja. Und Mods können wir ja nicht einfach so on the fly wechseln. Also müssen wir hier und dann Überblitz. Jo, damit läuft das. Das macht uns nur begrenzt stärker, denn wenn wir alle vier Blitze abschließen, dann bekommen wir, also bekommt der Gegner extra Schaden. Das ist bei den drei Blitzen auch so. Nur, dass man drei Blitze hintereinander zu treffen einfacher ist als vier Blitze, deswegen weiß ich nicht, ob das überhaupt sinnvoll wäre. Ich hoffe einfach, dass wir nah genug an sie rankommen. Dass wir so einen ganzen Schwall mit einmal auf sie abfeuern können, damit alle vier treffen. Gut. Harumi links und Ayumi rechts. Ich glaube, die kriegen wir jetzt. Blitz. Ah ja, Fräulein. Und hier nochmal Blitz. Geh mal weg, ich will das haben. Wow. Alter, das war ein guter Treffer. Alter! Nicht schlecht. Sehr schön. Ich meine, die ist nicht demoliert, sondern nur irgendwo ein bisschen weiter hinten. Geil, das habe ich auch. Aber es hilft uns trotzdem sehr, wenn die nicht aufeinander hängen. Wir nehmen natürlich das da mit. Ja, war ja klar. Aber soll sie noch machen. Die gute Harumi wird jetzt eh gleich wieder auf uns... Nein. Wo wir es eh gleich wieder uns einholen können. Getroffen. Ganz einfach, weil wir hier mit der Ayumi kämpfen müssen. Und deswegen immer ein bisschen weiter zurückgeworfen werden. Ich kann mal hier eine Mine fürs auslegen.
Ich habe das Problem wie gerade eben, wir müssen sie natürlich treffen. Also wir können sagen, was wir wollten, aber mit den Dingern kann ich gar nicht mal so schlecht umgehen. Wir haben gerade von dir geredet, meine Liebe. Seht ihr, was ich meine? Problemo gelöst. Ich hoffe, die kriegen wir jetzt noch. Wir müssen sie nur noch ein oder zweimal treffen, damit sie immer ein bisschen an Geschwindigkeit verliert. Ich komme schon auf den nächsten langen Gerade. Aber ist der Operatur, das ist natürlich ein bisschen blöd. Für uns. Nein! Ah! Mist, verdammter! Die war genau vor uns. Ich wollte gerade den vollen Schwall abfeuern. Die zwei Blitze, die wir noch übrig hatten, habe ich voll benutzt und jetzt hätte ich gerade so ein Vierer-Ding voll ihr reinhauen können. Und die wäre auch nicht so schnell von uns wieder weggekommen. Wir hätten jetzt ihr voll zwei Blitze reinsammeln können und dann wäre es wahrscheinlich für ihr sie gewesen. Schade, 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 schade. Aber das kriegen wir noch hin. Ich habe ja gedacht, das geht nicht. Aber mit genug Skill und ein bisschen Glück ist das wahrscheinlich tatsächlich machbar, dass wir hier die kaputt blitzen. Und los geht's. Ihr wisst ja, das ist der vierte Versuch. Oben rechts ist Überspringen-Button. Für den Fall, dass wir hier noch ewig brauchen. Für die Zerstörung. B und E finde ich ganz nett eigentlich, die Idee. Ich weiß nicht, wie ihr das so findet. Na, 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 na. Da wird ja schon wieder jemand frech. Kam der jetzt von vorne oder von hinten? Ich hab's nicht gemerkt. Ah ja, Baratur hat's ja noch gehabt. Nee. Leute, so machen wir das nicht. Wenn die schon so einen großen Abstand haben, dann wird das nichts. Vor allem die vordere von den beiden. Dann ärgert uns die hintere von den beiden immer noch und macht uns langsamer und dann kriegen wir die ganz vorne nicht mehr. Wir müssen immer an der vorderen dranbleiben. Am vorderen Zwilling. Sonst geht das nicht. Das weiß ich aus Erfahrung noch vom letzten Mal. Wie gesagt, ich habe mir da die Zähne ausgebissen und musste dann aufgeben. Und das im Schwierigkeitsgrad normal. So, gib mir mal ein paar Blitze. Genau. Lustig, dass Haurumi hier immer total abfailt. Oh. Ärgere ich auch, dass ich jetzt nicht gleich den Blitz verpasst habe. Warum ist eindeutig die schlechtere Fahrerin von den beiden, kann das sein? Volltreffer. Komm her, Ayumi, komm her. Die wissen schon mal, wie sie mich nerven können. Ja, solange sie da vorne Schild hat. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Wenn die hintere uns dann nervt, kann man nichts machen. Kommen wir an die vordere nicht mehr ran. Da ist gerade nochmal nachgepiept. So was nervt mich dann immer ein bisschen, muss ich zugeben, aber es hilft ja alles nichts. Wir müssen uns dauerhaft auf die vordere fokussieren, weil es geht uns nicht. Das wisst ihr ja bereits. Und ich habe diese Runde auch nicht gut getroffen mit dem Blitz. Oder besser gesagt die letzte. Das muss man ja auch mal zugeben. Alter, komm, hat mich auch noch genau in die falsche Richtung gedrückt, das kann doch nicht wahr sein. Also bei sowas, das geht mir echt immer tierisch auf den Sack, ich kann nicht anders sagen. Was da manchmal dermaßen random ist.
dass er halt ein Blitztreffer plötzlich uns völlig aus dem Konzept reißt. Und davor die 20, nee, das geht nicht. Kommen wir so nicht mehr ran. Ja, und davor die 20 uns höchstens zerstören, aber uns sonst nicht viel ausmachen. Voll mit dem Gesicht zur Leitplanke gedrückt, sowas Ärgerliches. Once again. Ich weiß gar nicht, ob man langsamer wird, wenn man Schaden nimmt. Ich nehme mal an, man wird langsamer, wenn man weniger Lebenspunkte hat. Weil echt wäre es ja clever, erstmal eine von den beiden auf die halbe Lebensenergie runterzuhauen, damit die einfach hinten bleibt und uns nicht immer wieder nervt. Ah ja, Hajumi, ich weiß schon. Du warst nicht so drauf und waren. Die haben wir ganz gut erwischt. Die ist weg vom Fenster erstmal. Na komm. Naja. Hat sich doch schneller erholt, als ich das erhofft hatte. Mist. Kommt schon noch ein bisschen näher ran, nur noch ein bisschen näher ran. Nein, Leute. Mit einem Blitz habe ich die Mine schon getroffen gehabt. Wir brauchen aber zwei, um sie zu zerstören. Und guck mal, wer da hinten kommt. Und die hat auch wieder volle Energie. Ich muss erstmal einen Schluck trinken und dann kann ich mich weiter aufregen. Das ist aber auch schwer. Wahrscheinlich muss ich doch erst eine zerstören und dann die andere. Aber frage mich, wie ich das machen soll. Ich meine, Blitze sind immer auch die beste Wahl, die machen mit Abstand am meisten Schaden. Zumindest wenn wir mit allen Blitzen auf einmal treffen. Kommen wir ja nochmal extra Schaden für die Gegner. Dann sind die auf jeden Fall die beste Wahl. Außerdem ist das Einzige, was auf die Riesendistanz wirkt. Ja, ganz genau, verschwende das mal. In der Reparatur. Geh weg, ich will. Das war klar, dass die jetzt bekommt, ja? Das muss natürlich jetzt die bekommen und nicht etwa ich. Alter Schwede. Ja, auch das Item hat sie bekommen. Tja, wenn wir zu nah dran sind, ne, und direkt hinter ihr, dann spawnen so schnell eben die Power-Ups nicht nach. Wenn wir zu viel Abstand halten, dann treffen wir mit unseren Power-Ups nicht. Und vor die beiden kommen wir auf keinen Fall. Nicht für lange, die sind nun mal schneller als wir. Die haben schnellere Autos. Oder schaffen wir es einfach auf Dauer nicht. Ich versuche ja schon möglichst gut zu fahren. Aber es klappt scheinbar doch nicht so richtig, wie ich das gerne hätte. Und auch hier haben wir natürlich das Item nicht bekommen. Beide haben eins abgestaubt, aber wir nicht. Hier dasselbe. Verdammte Harumi. Oh, ich bin jetzt schon ein bisschen entnervt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier kommt natürlich die Reparatur für beide. Klasse. Dann haben sie wieder volle Lebensenergie. Das heißt, ich muss echt auf den ersten paar Metern bereits eine ausschalten. Damit wir irgendwie vorankommen. Da ist der Shield aktiv. Ja, schön der Kopf getroffen, das gefällt mir gut. Ja, komm ran. Ich komm, bin einfach nicht nah genug dran. So treffe ich nicht ordentlich. Von Volltreffer, damit sieht es ja schon mal nicht mehr so gut aus.
Da ist der Mittelsekundenbereich reagiert und ihr ein Schild gezündet. Und da kam der Abräumer. Ich wusste ja auch, dass er kommt, aber ich kann es nicht ändern. Die hat ihn nun mal. Nein. Ich hab das gesehen, sie hat sich die Reparatur geschnappt. Okay, Planänderung. Ich mach erst Harumi fertig, das ist die in Rot, die immer hinten liegt. Weil sie den ersten Sprung versemmelt. Und versucht die zuerst zu killen. Dazu muss ich mich allerdings sehr knapp vor sie setzen, damit ich ihr das Reparatur-Item wegklauen kann. Und muss ja gleich am Anfang die ganze Blitzdröhnung reinwerfen. Und das geht's wahrscheinlich nicht. Ja, oder ich kann ja auch... So würde es auch gehen. Er verbraucht es nämlich gleich. Für den halben Punkt Schaden, dass das ist. So, jetzt brauche ich das. Komm schon, gibt's mir, gibt's. Ich frage mich, warum ich das nie krieg. Die scheinen die immer beide zu bekommen. Also sowohl die Harumi als auch die Ayumi. Aber wenn einer von den beiden unsere Seite wegschnappt, dann haben wir es einfach nicht. Hat sich pariert. Na klasse. Na klasse. Wir sind auch ziemlich gut darin, uns die Power-Ups wegzunehmen. Aber den Effekt habe ich ja schon erklärt gehabt. Wir dürfen sie nun mal nicht so weit entkommen lassen und dann... Ne, wer zuerst kommt, mal zuerst und so. Ich weiß aber nicht, wie ich das umgehen kann. Ich könnte auch mehrere Blitz-Power-Ups aufsparen und dann versuchen, nah an sie ranzukommen. Und die dann alle hintereinander zu versemmeln. Das kann ich auch mal probieren. Vielleicht hilft das ja. Weil ich die jetzt einfach gar nicht benutze. Das behalte ich auch mal. Das sind schon zwei. Und damit sind es drei und jetzt geht's los hier. Komm her, komm her. Alter, war das gerade Harumi, die uns entgegengekommen ist? Ja. Nein! Die scheiß Dinger sind am Boden entlang gekrochen. Ich hab die, hätte die voll erwischt, die sind unter ihr durchgeflogen. Wir werden wahrscheinlich eh sterben. Wenn wir schließen gleich einen Blitz nach hinten, dann war's das für uns. Na klar, das hat sich wieder geheilt, oder? Nee, doch nicht. Ja, gib her den Scheiß. Geh weg, ich will deine Schwester. Achso, ihr wisst schon, wie ich das meine, ne? Genauso, wie ich es angehört hat. Das war... Naja, ich... Bevor zu erwarten, ne? Ein Blitztreffer hat gereicht. Aber wir haben die beiden ganz gut runtergehauen. Die Strategie geht auf. Wir hätten sie halt nur noch besiegen müssen. Wir hätten sie nur noch ein bisschen mehr penetrieren müssen, die beiden Schwestern, um sie dann total fertig zu machen. Das hört sich total richtig an. Machen wir das Fenster auf. Ihr wisst ja, mein Computer muss arbeiten, dann produziert er übelst Hitze. Und dann wird es relativ warm hier drinnen nach einiger Zeit. Außerdem hat er auch vorhin rumgerendert. Da war auch schon ein bisschen vorgeheizt. Ja, Harumi hat es wieder mal geschafft. Das finde ich natürlich sehr schön. Schließ doch mal an. Komm her. Genau. Los, benutze deine Heilung. Sehr schön. Damit hat sie sich vergeudet. Und wir haben hier schön viel Blitz-Power-Ups. Komm um die Kurve, um die Kurve, um die Kurve. Getroffen. Guck mal, wie viel Blitz-Power-Ups wir jetzt noch übrig haben. Genau, komm ran.
nur mein Weg. Die kommt eh gleich wieder. Oder eine von beiden kommt eh gleich wieder. Darauf kann man sich ja generell verlassen. Ach, du hast ein Schild. La 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 la. Ich reg mich nicht auf. Tja, zwischendrin ist es schon mal ein bisschen knapp, ne? Ich weiß auch nicht, wie ich es am besten mache. Ich könnte natürlich auch mal eine Reparatur am Mann halten, damit wir uns nicht einfach zerstören können. Dann fehlt uns allerdings der Slot für die Blitze. Ich kann jetzt immer nur hoffen, dass wir mit genug Energie durchkommen und wir mit den vielen Blitzen dann irgendwann mal einen von beiden killen können, ohne dass die andere schon 3 Kilometer vor uns rumhängt, außerhalb unserer Reichweite. Ach, Harumi, du bist aber die schlechteste Fahrerin ever. Wen haben wir denn hier? Zack. Nein, ich habe das nicht bekommen. Ich habe es nicht bekommen. Schieße ich mal nach hinten. Volltreffer. Nein! Tut sie es nicht? Natürlich tut sie das. Hat sich die Reparatur geholt. Ah, wenn ich den Vierfachtreffer noch getroffen hätte, dann wäre es dahin gewesen. Dann hätte ich sie beinahe gekriegt. Die kleine Miese. Aber es ist trotzdem ein cooles Rennen. Also ich finde es ziemlich fordernd und schwierig und so weiter und so fort. Gegen 2 Gegner gleichzeitig. Ist eine coole Herausforderung. Zusammen mit der Challenge. Finde ich eigentlich ganz geil, auch wenn ich mich ziemlich viel aufregen muss immer. Wisst ihr ja vielleicht schon. Genau, verschwindet mal. Das ist für mich, danke. Ja, benutze dein Schild, ist kein Problem. Sehr schön, jetzt brauche ich eigentlich noch. Guck mal. Ach, der Schild. Und hier vorne die Reparatur eingesammelt. Ist das Harumi vorne? Hier ist gerade nicht. Ah, jetzt habe ich die Kontrolle verloren. Und ihr seht ja selbst, die kriegen wir nicht mehr. Die ist so weit weg. Dann treffe ich sie nicht mehr, weil es zu viele Kurven gibt und dann holen wir sie nie mehr ein. Wenn wir sie nicht unter Beschuss halten können, dann können wir sie nicht mehr einholen. Auf jeden Fall, also erst recht nicht, wenn wir hinter uns noch einen Gegner haben, der uns befeuert. Das geht nicht. Wie lange nehme ich schon auf? Ach du Scheiße. Ich meine natürlich, ach du Fäkalien. Naja, ich habe ja vorgewarnt, ne? Leute, ihr könnt meckern, wie ihr wollt, aber ich habe ja vorgewarnt, dass das hier länger dauern könnte. Und es gibt immer noch oben rechts den Überspringen-Button, das wisst ihr ja bestimmt schon. Solltet ihr zumindest, wenn ihr mal zugehört hättet. Gut, gib mal hier den Blitz her. Das wusste ich, aber... Gib mir den Blitz, gib mir... Genau, gib mir den Blitz. Mann. Jetzt hätte mir natürlich einen Blitz-Power-Up, an dem ich vorbeigefahren bin, oder allgemein einen Schadens-Power-Up. Komm schon, du bist doch fast down. Jetzt mach dich bloß her hier. Ja, gibt mir die Mine. Na, ja, klasse. Noch ein Lebenspunkt hätte gefehlt. Aber ich krieg die beiden nicht mehr. Ich versuche jetzt trotzdem mal bis zum Ende durchzuzielen. Aber höchstwahrscheinlich wird das nichts mehr werden. Ja, genau. Das wäre schon schwer genug, wenn sie mich nicht unter Feuer nehmen würden. Naja. Ihr seht aber wenigstens den Effekt live. Dadurch, dass die Strecke so kurvig ist. Komm
schon. Aber ich sehe sie nicht, ich feuer einfach nur. Da vorne ist er. Da kam die Reparatur und das war's. Ne, wirst du Bescheid. Wenn ich eine von den beiden zerstört hätte, hätte ich vielleicht noch eine Chance gehabt. Aber beide gleichzeitig zu zerstören ist dann einfach irgendwann geht's nicht mehr. Ich muss die zerstören, bevor sie sich reparieren kann. Und mich danach um die andere kümmern. Tja, und bei dir so? Wie läuft's? Bei mir läuft's eigentlich ganz gut zurzeit. Ich habe ja hier ein paar extra Prüfungen geschrieben gehabt vor einiger Zeit. Und habe jetzt die ersten Ergebnisse und die sehen auch ganz formidabel aus. Von daher kann ich mich ja nicht beklagen. Ich weiß nicht, wie es wieder hier gerade so läuft. Naja, aktivier noch du dein Schild. Das wollte ich eigentlich nicht. Das ist nämlich wieder aus der Reichweite da hinten. Erwischt. Das im Flug. Ich krieg das schon noch. Nein, das hat die. Wenn ich mir die Blitzpower abwegschnappt, dann habe ich nicht genug Muni, das wisst ihr ja bereits. Volltreffer. Und Rammangriff, das zieht auch nochmal was ab. So, was mache ich jetzt am besten? Kurz auf zu warten, ne? Vielleicht nach der. Ah, hier hätte ich eine Reparatur, die haben können. Schade eigentlich. Hilft nichts, Leute, hilft nichts. Muss ich durch. Komm schon. Es war so knapp, ich hätte doch fast gehabt. Mann. Ich will nicht, dass sie sich überschlagen. Da sind sie irgendwo ganz weit hinten. Ich krieg die nicht mehr. Ich will einfach nur, dass die mal, keine Ahnung, mal ordentlich auf die Linse kommen, damit ich hier so eine ganze Salve abfeuern kann. Ein Vierfachtreffer. Ich weiß gar nicht, wie viel Blitzpower ich eigentlich brauche. Noch zwei Volltreffer reichen würden. Ich glaube aber fast nicht. So, na dann. Na her hier. Nein. Nein. Och Leute. Das muss doch nicht sein. Dass sie unbedingt noch in die Reparatur reinkommt. Tja, Stefan, du wolltest es schwer. Jetzt hast du es schwer. Irgendwann weiß ich auch gar nicht mehr, was ich hier kommentieren soll, weil das Rennen ist immer das gleiche. Das Ergebnis ja leider auch. Und ich kann leider auch keinen Schwank von mir erzählen, denn ich muss mich hier echt übelst aufs Rennen konzentrieren. Und wenn ich dann versuche zu überlegen, was ich hier gerade getan habe, gestern oder heute oder keine Ahnung, dann überfordert mich das ein bisschen. Mist. Wenigstens kriege ich diesmal das. Ja, da hat sie gerade, ja. Natürlich. Ihr Schild. Oh Mann, das war jetzt bestimmt die hintere, oder? Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Boah, das geht mir echt auf den Sack. Das kann ich nicht anders sagen. Wenn wir gerade an der vorne dranhängen und ich gerade denke, hier, ne, jetzt haben wir sie mal richtig unter Beschuss. Dann kommt von hinten noch ein Blitz. Ach ja, Zwillinge. Es könnte so schön sein mit Zwillingen, aber stattdessen ärgern wir uns hier rum. Mit Harumi und Ayumi. Harumi und Ayumi, sorry. So, ich will mal die Blitz hier. Versuche ich mich doch nochmal vor die zu setzen.
Genau, verschwinde. Damit ich diesen Blitz hier bekomme, den kriege ich nämlich sonst nicht. Ich weiß nicht, was schikaniert bedeutet. Ja, ja, ich wusste schon, dass sie mich treffen wollte mit ihrem Blitz. Mist. Komm, ich bremse hier nochmal ab. Ja, genau, den will ich haben, den Blitz. Und auch den Blitz hier möchte ich bitte haben. So, meine lieben Zwillinge. Dich krieg ich. Sag ich doch, dich krieg ich. Nein, jetzt kam der, schon wieder der Blitz von hinten, hab das gemerkt. Immer wenn ich gerade dran bin, kommt von hinten noch eine scheiß Attacke und dann, ja. Weil ist ja klar, wenn wir das mit einem aufhalten, dann ist der andere eben wieder schnell dran. Könnte noch kriegen. Sieht noch mit unserer Lebensenergie auch sehr schlecht aus. Ich meine, einen Blitzkörper halten wir wahrscheinlich noch aus, aber danach war's das. Ich befürchte, wir sind auch nicht schnell genug. Hat sich nicht wirklich eine gerade repariert, oder? Nein, scheiß Schild. Benutze ich für den Kollisionsschaden. Und dann gib mal her, hier so ein Blitz. Aua. Tja. Wenn du jetzt noch zuguckst und auch die ganzen letzten 40 Minuten zugeguckt hast, dann schreib das doch mal in die Kommentare. Ich glaube zwar nicht, dass da jemals ein Kommentar da stehen wird. Höchstens von Leuten, die dann durchs Video seppen. Aber falls du das tatsächlich alles hier angetan hast, die ganzen 40 Minuten, schreib's doch mal in die Kommentare bitte. Damit ich das weiß. Würde mich ja sehr freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich es nicht glaube, ich glaube, fände das bestimmt auch selbst nicht so ultra, jemanden immer wieder ablosen zu sehen. Das war die falsche, die wollte ich nicht. Gib mir den Blitz, gib mir den Blitz. Jawohl. Hier hab ich erwischt. Oh ja, ein Abräumer. Komm her hier. Baby. Erwischt. Und? Demoliert. Deswegen habe ich mich über den Abräumer so gefreut, weil dann bei sowas hier ich gute Chancen habe. Sehr schön, das Ding habe ich bekommen. Und hier bremse ich extra mal ein bisschen ab, aber naja, fast. Oh, habe ich gerade im Sprung getroffen? Jawohl, habe ich. Nice. Jetzt haben wir noch eine Chance, sie zu besiegen. Genau, das hätte ich auch gerne. Mach schön vorsichtig, genau, mit deiner Mine. Ein paar Blitze nehme ich natürlich auch gerne mit. Erwischt. Nein, doch, erwischt. Auch erwischt. Ja, ja, folgt mir nur. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Wie angekündigt, wenn ich einmal die erste simuliert habe und habe dann noch genug Zeit für die andere, ohne dass die zweite so weit weg ist, funktioniert das. Jawohl, ja, ja. Das war anstrengend, gebe ich zu. Und schwer. So, jetzt erzählen wir mal, wie toll ich das gemacht habe, meine Gute. Wer auch immer du bist, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, wer uns immer anlabert. Focus aus. Und eine Viper, eine Venom. Und, ach ja, Harumi Skyline und auch Ayumi Skyline. Skyline, sage ich schon. Skyline, Entschuldigung, Nissan Skyline. Du hast sie besiegt. Jetzt gibt es zwei zum Preis von einem. Du bekommst zwei Autos und Mods für die Garage. Also gut, du hast jetzt den Showdown erreicht. Hier triffst du nochmal auf deine stärksten Gegner. Aber diesmal alle auf einmal. Deine bisherigen Leistungen haben dich hierher gebracht. Aber jetzt geht's richtig los.
Na, Leute, wisst ihr Bescheid, oder? Der Showdown, das wird übelst hart. Aber wir sind immer noch beim Double Damage. Ja, wir hören natürlich, dass auch Harumis oder Ayumis Skyline einnehmen. Machen wir aber natürlich nicht, aber ich schau mal, was sie zu geben haben. Splitterschuss, feuert alle drei Blitzladungen auf einmal ab. Ah, deswegen haben die immer nur einmal gefeuert, ich habe mich schon gewundert. Ach nein, halt. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt wollte ich gerade die Folge beenden und schon drücke ich den falschen Knopf. Harumi und Ayumi haben wir einmal zerstört. Das war die Sache, bei der ich hier das ganze Let's Play gemeint hatte. Hier, da weiß ich nicht, ob das funktioniert und wir haben es geschafft. Und es hat gar nicht mal so viel länger gedauert als bei Khan. Tja, nächste Runde müssen wir das Rennen gegen die beiden gewinnen. Das wisst ihr ja vielleicht schon. Der große Showdown kommt noch, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Denn da treten wir gegen die alle Bosse an. Aber das seht ihr dann beim nächsten Mal wahrscheinlich schon. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.